Fehler, die du nicht machen solltest, wenn du ein Vertriebsteam aufbaust. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen heute zu einer kurzen Folge, die es dann auch bei YouTube gibt. Wenn du keine YouTube-Folge mehr verpassen willst, einfach unten den Kanal abonnieren. Dann wirst du immer informiert über neue Folgen und verpasst keine mehr. Gut, im Podcast hast du wahrscheinlich eh abonniert, alles richtig gemacht, alles super. Wenn du mal sehen willst, wie ich hier vor der Kamera stehe, dann einfach mal in den YouTube-Kanal reinschauen, einfach nach Christopher Funk oder Vertriebsfunk googeln. Heute will ich dir in einer kurzen Folge was erzählen über acht häufige Fehler, die gemacht werden, wenn ein neues Vertriebsteam aufgebaut wird. Wir haben gerade eine Buchbesprechung gemacht von einem meiner Lieblingsbücher. Das ist From Impossible to Inevitable von Aaron Ross und Jason Lemkin. Also von unmöglich, es ist unmöglich, zu es ist unausweichlich, wie man halt einen skalierbaren Vertriebsprozess aufbaut. In dem Buch sind unglaublich viele Tipps drin. Wie gesagt, gibt es eine Buchbesprechung. Einfach mal eine Folge zurückgehen, da wirst du die finden. Und da sind so viele Sachen drin, da könnte ich wahrscheinlich einen eigenen Podcast draus machen. Wäre vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich habe hier einen Punkt rausgefunden, den ich sehr spannend finde. Da beschreibt Jason Lemkin, der auch selber ein Unternehmen aufgebaut hat, das Unternehmen EchoSign. Das ist dann also bis auf 100 Millionen US-Dollar, das ist dann von Adobe gekauft worden, Adobe Document Services. Und der sagt mal so, was sind so die größten Fehler? Ich habe jetzt mal so 8 rausgesucht. So, und ich kann das wirklich auch unterschreiben. Also wir bauen ja auch Vertriebsteams auf bei unseren Kunden. Ich habe jetzt auch schon einige Aufbauarbeiten mitbegleitet, die funktioniert haben oder auch nicht funktioniert haben. Also das sind Punkte, die man sich wirklich zu Herzen nehmen soll. Eher entweder, wenn du eine neue Produktsuite hast, wo du jetzt sagst, dafür brauche ich neue Verkäufer, oder wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt hier ein neues Geschäft für Startups aufbauen, oder wenn du halt in ein neues Feld reingehen willst, wo du sagst, okay, hier brauche ich neue Sales-Leute, das sehen wir auch immer ganz oft, auch bei unseren Kunden. Ich bin ja Headhunter für das Thema Vertrieb. So, und das sind Fehler, die ganz, ganz oft gemacht werden. Der erste Fehler ist, du stellst Verkäufer ein, bevor du selber verstanden hast, wie das Produkt sich verkauft. Ja, also du bist verantwortlich und du stellst Verkäufer ein, die für dich das lösen sollen, wie man das Produkt verkauft. Das ist eigentlich schon ein Rezept fürs Scheitern. Was viel, viel besser ist, wenn du selber erstmal dich hinstellst, du als Verantwortlicher, als Gründer oder als Vertriebsleiter oder Business Unit Leiter und selber rausfindest, wie verkauft sich dieses Produkt. Super, super wichtig. Und erst wenn du das weißt, dann stellst du Verkäufer ein, weil dann kannst du ihnen auch erklären, wie es geht und du kannst auch nicht so leicht gebullshittet werden. Der zweite Fehler, der kommt dann gleich hinterher oder manchmal auch vorneweg. Du stellst einen Vertriebsleiter ein, bevor du weißt, wie sich das Produkt verkauft und bevor du weißt, wie das System grundsätzlich funktioniert. Also wie kommst du vom Erstkontakt mit dem Kunden bis zum Abschluss? Dieses System solltest du zumindest im Groben schon mal verstanden haben und schon mal mit ein paar Kunden durchgespielt haben. Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich das System verstanden, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt stelle ich einen Vertriebsleiter ein, der das System für mich zum Fliegen bringt. Das ist der richtige Weg. Und bei ganz vielen, auch Startups sehen wir, dass sich der Gründer oder die Gründer eigentlich nicht mit Vertrieb beschäftigen wollen. Die lieben halt ihr Produkt. Ja, aber ab einer gewissen Stufe, gerade beim B2B-Sales, brauchst du halt Leute, die das dann auch an den Mann bringen, in die Unternehmen reintragen. Und das überlassen die dann irgendjemand, den sie eingestellt haben. Und das ist dann meistens zum Scheitern verurteilt. Also das ist der zweite große Fehler. Der dritte Fehler, auch mega spannend, dass du Verkäufer einstellst, die ersten 2 bis 3 Verkäufer, von denen du selber nichts kaufen würdest. Ja, weil du sagst, hey, Verkäufer ist fies und so weiter, du stellst einen, von dem du selber nicht kaufen würdest. Das heißt, da brauchst du Leute, die dann auch deine DNA mittragen, die das Ganze nach vorne treiben. Und der vierte Fehler, der folgt auf dem Fuße, wenn du nämlich ab Sales Rep oder Verkäufer 4 bis 400, wenn du das Geschäft skalieren willst, dasselbe machst. Du sagst, du willst hier nur Leute nehmen, von denen du persönlich kaufen würdest. Das wird nicht funktionieren, dann kannst du nicht mehr skalieren. Da gibt es andere Metriken, die dann wichtiger sind. Fünfter Fehler, wenn du ein Vertriebsteam aufbauen willst mit richtig guten Leuten, dass du zu wenig zahlst. Ne? Wenn du zu wenig zahlst, kriegst du halt immer nur den Bodensatz. Funktioniert auch nicht gut. Und der sechste Fehler ist, dass du einen Vertriebsleiter einstellst und dem selber eine Quote gibst. Das heißt, der kriegt selber Kunden. Am Anfang kann man das vielleicht noch machen, wenn das Team klein ist, aber ab 4, 5, 6, gerade wenn er neu einstellen muss, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, das zu tun. Der soll sich darauf konzentrieren, dass das System funktioniert
und nicht selber verkaufen. Das ist einer der größten Fehler, der gemacht wird. Die meisten Vertriebsleiter verkaufen noch zu 50% selbst und sind quasi Halbtagsführungskräfte. Wenn du ein statisches Geschäft hast, dann funktioniert das. Aber wenn du ein Geschäft hast, das systematisch wachsen soll, wo es auch darum geht, Leute einzustellen, was ein Riesenaufwand ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Was sind deine Erfahrungen damit? Ich glaube, du hast, wenn du im Vertrieb bist oder wenn du dich mit Startups auskennst, wirst du ein paar von diesen Fehlern hundertprozentig schon mitgekriegt haben oder am eigenen Leib erfahren haben. Oder wenn du im Vertrieb bist sowieso, dass du Vertriebsleiter hast, die sind zwar gute Verkäufer, aber sie können kein System aufbauen. Sie sind nicht gut im Recruiting, weil sie eigentlich nur Leute einstellen, die so sein sollen wie sie. Nicht ganz so gut, aber so wie sie. Ne? Und die gar nicht systematisch denken können. Ne? Und wir sprechen von Vertrieb immer von System. So, und ich glaube, bei den 5 Fehlern mache ich schon Schluss. Hier im Buch sind es 12, aber ich glaube, wenn du von die 5 mitgenommen hast und mir vielleicht auch mal sagst, okay, welche von denen kennst du oder hast du vielleicht selber schon gemacht, fände ich super spannend. Das war diese Vertriebsfunkfolge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Feedback gerne über Vertriebsfunk, über Facebook, über Instagram oder auch gerne über Xing oder LinkedIn. Christopher Funk von Xenagos, das ist ja die Firma, wo ich arbeite. Ich bin froh, dass du dabei gewesen bist, froh, dass du eingeschaltet hast, zugehört hast, zugeschaut hast und freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr Input brauchst, wie du besser verkaufen kannst, wie du mehr Umsatz machst, wie du bessere Karriere machen kannst, wie du dich bewirbst, wie du gute Mitarbeiter findest, dann schau dir doch einfach die Videos hier an. Da haben wir eine ganze Menge Material. Oder abonniere einfach den Kanal. Dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.